Wenn man das BAV morgen anschaut, dann muss ich sagen, betrachte mal das wirtschaftliche Umfeld. Und das wirtschaftliche Umfeld ist momentan gekennzeichnet durch eine restriktive Kreditpolitik, die natürlich irgendeine Notwendigkeit fördert, nach Innenfinanzierung zu streben. EBA, Europäische Bankenaufsicht, hat vor Kreditklemme gewarnt. IWF, der Internationale Währungsfonds, im Frühjahrsgutachten, vor einer Kreditklemme gewarnt. S&P, das Rating, haben gewarnt vor stürmischen Zeiten auf dem Kreditmarkt. Und egal, was da lesen, momentan auch, wenn teilweise Gelder wieder geflutet werden, es wird schwieriger werden. Und was momentan geflutet wird, wird geflutet zum Preis von höheren Sicherheiten, von größeren Restriktionen, von höheren Daumenschrauben und so weiter. Und natürlich, was eine Bank immer an Sicherheit hat, gibt sie so schnell nicht mehr höher. Ich weiß, was wir auch im Rechtsanwaltsbereich immer mal wieder Fälle haben, wo drinsteht, ja, ab 120% werden die darüberliegenden Sicherheiten freigeben. Wie dann rasant die Immobilienwert sinkt und rasant das Gutachten neu gemacht werden muss gegen den Preis, das Unternehmen zahlt und die Immobilie ist bloß mehr als Hälfte wert und heißt, ja, schau mal her, klar haben wir Grundschuld über 2 Millionen, aber der Immobilie ist ja bloß mehr 700.000 wert, mit 1 Million Restdarlehen bis nur überbesichert, sondern uns fehlen 30%. Also das sind Fälle, die wir ganz oft haben. Den Versicherungsbereich, den habe ich gesagt, das Thema intransparente, teilweise schlechte Leistungen, das ist das eine. Viele kümmern sich mir um das Thema Staatsanleihen statt Realwerte. Vor kurzem auch einen Zeitungsartikel wieder gelesen, 89-91% sind rein im festverzinslichen Bereich angelegt. Große Teile Staatspapier oder natürlich auch andere Anleihen, aber im reinen Papierwert. Und ich muss mir natürlich da gehen die Wünsche in eine andere Richtung. Und ich muss mir natürlich die Unternehmensseite anschauen. Und da ist eins der ganz großen strategischen Herausforderungen: Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, die wird immer wichtiger werden. Das geben immer mehr Unternehmen an. Für immer mehr Unternehmen ist das entscheidend. Bestandssicherheit des Unternehmens in Krisenzeiten. BAV wird als reine Pflichterfüllung sehen. Man muss es machen, es gibt einen Entgeltanspruch. Fehlende Nutzung, betriebswirtschaftliche Effekte, personalpolitischer und steuerliche Effekte werden in der Zeit im Prinzip noch nicht gesehen. Und wenn ich mir das Ganze letztendlich betrachte, dann ist es für mich eine ganz klare Schlussfolgerung und viel folgern muss ich nicht. Wir erleben das die letzten 1, 2, teilweise auch 3 Jahre schon sehr massiv. Die alten Wege, die werden wieder aktuell. Die Unternehmen streben mehr nach Innenfinanzierungsmodellen, nach Modellen mit freier Kapitalanlage. Und wenn ich ein Modell habe, wo ich frei das Kapital anlegen kann, heißt auch, ich kann das Kapital wieder frei beleihen, frei liquidieren. Was machen? Ich habe eine Liquiditätsreserve, ich habe Substanz, ich habe einfach Substanz im Unternehmen. Sachwerte und letztendlich auch das eigene Unternehmen als Inflationsschutz, die werden immer wichtiger werden. Wir sind in Zeiten, wo zwar noch relativ niedere Inflationsquoten propagiert und dargestellt werden. Wir wissen alle, wie die berechnet werden, was im Prinzip dahinter liegt. Braucht bloß jede Hausfrau fragen, wie die Inflation derzeit ist und wie sie Preise entwickelt hat. Da gibt es kaum Preiserhöhungen, die im einstelligen Bereich sind. Das ist alles im zweistelligen Bereich. Wir haben das Thema Liquiditätsreserven. Das wird immer wichtiger. Realwerte wird immer wichtiger werden. Das Thema Mitarbeiterbindung. Das flankt immer mehr nach Effizienz. Mit der Entgeltumwandlung, die ich anbiete, die irgendwo nach 15, 20 Jahren das eingezahlte Kapital wieder erreicht hat, das ist für Mitarbeiter nicht besonders effizient. Wenn ich sage, ich gebe Arbeitgeberförderung obendrauf von 20% und gebe meinen ganzen Sozialversicherungsvorteil her, ja okay, dann ist das natürlich für Mitarbeiter interessanter, aber im Ergebnis wird für ihn nur die Zeit von 15 bis 20 Jahren verkürzt auf, keine Ahnung, vielleicht 8 oder 10 Jahre, bis das eingezahlte Kapital von ihm eingezahlt vorhanden ist. Bis dann die 120% vorhanden sind, dauert natürlich wieder 15 bis 20 Jahre. Und natürlich die steuerlichen Möglichkeiten, die man im Prinzip nutzen kann, bei so Innenfinanzierungsmodellen, wie ich später vorstelle, die schaffen natürlich die Möglichkeit, dass ich den Mitarbeiter Zusagen mache, liquiditätsneutral Zusagen mache und natürlich eine ganz andere Effizienz letztendlich schaffe.